Welche finanzielle Ausstattung des Kulturbereichs ist nötig und sicherzustellen? Ja, wir auch hier steht, nötig und sicherzustellen. Ja, und das ist das Problem. Also, was ist notwendig? Notwendig, ja, wo begrenze ich das überhaupt? Wo fange ich da überhaupt mit an? Was ist überhaupt Kultur? Wofür brauche ich Kultur? Genau. Wenn ich Kultur als Pflichtaufgabe sehe, dann muss das natürlich erfüllt werden können. Wenn ich Kultur als Sparpotenzial sehe, dann kann ich sagen, dann kann ich vieles aufgeben. Es ist nicht nötig, hier einen Saalbau zu haben. Die Leute können auch nach Hagen fahren oder nach Bochum fahren. Das kann man natürlich machen. Aber wenn ich die Verpflichtung habe als Kommune und sage, ich möchte hier für meine Bevölkerung, für alle Altersschichten Angebote haben, dann muss ich den Betrieb sicherstellen können. Und die finanziellen Mittel müssen ausreichen. Was wir derzeit haben, diese Zuschussreduzierung Jahr für Jahr, zeigt deutlich, dass hier Engpässe stehen, die letzten Endes zu Einschnitten führen werden. Und da finde ich, da ist eine Grenze überschritten. Man sollte zusehen, wie man diesen Etat auch wieder in die andere Richtung bewegen kann. Das ist nämlich die Aufgabe für uns. Eigentlich sind wir jetzt schon mal im Kernproblem. Was ist nötig? Auch hier haben wir jetzt gemerkt, hier haben wir die Sparte Musik, hier haben wir die freie Szene, die etwas haben wollte, es ist die Bücherei mit drin, es ist die Musikschule. Was ist das kulturelle Angebot? Was ist das kulturelle Angebot? Wofür ist die öffentliche Hand, sage ich mal, Stadt oder Verwaltungsrat oder Kulturforum zuständig? Was ist denn wirklich freie Szene? Wie viel Geld brauche ich dafür? Was ist Grundversorgung? Und was ist, ich sag mal, wirklich nice to have? Wenn es an mir ginge, würde ich gerne 2 Millionen jedes Jahr mehr rein tun in den Kulturetat. Nur, da sind wir uns einer Meinung, die kriege ich nirgendwo durch und die wird mir keiner geben. Ich habe ja jetzt keine Gedanken über das, was nötig ist und notwendig ist, sondern ich gehe von dem Eingangsstatement aus, dass der Erhalt der bestehenden Institute und die Förderung der freien Szene nötig ist, so grundsätzlich. So, wenn ich das will, dann muss ich mir darüber Gedanken machen, wie der aktuelle Zustand ist. Wir hatten ursprünglich einen gedeckelten Zuschuss von 6,1 Millionen, waren das, glaube ich, lange Zeit. Mittlerweile ist dieser Zuschuss abgesenkt auf 5,8 Millionen. Und im Rohr, soweit ich die Prognose des Jahresabschlusses zur Kenntnis genommen habe, sind weitere 380.000 Euro Einsparpotenzial, was realisiert werden muss. So, wenn ich das exekutiere, das habe ich im Eingangsstatement schon gesagt, dann geht das an die Substanz der Institute und der kulturellen Leistungen. Insofern ist es wichtig, eine Notbremse einzuziehen, da würde ich Herrn Sander recht geben. Und alles, das ist eine Frage der politischen Entscheidung und der Aushandlung mit der Kommunalaufsicht, alles zu tun, um zumindest eine Atempause zu bekommen, zurückzukommen auf die 6 Millionen oder 6,1 Millionen. Da kann man sich im zweiten Schritt Gedanken darüber machen, wie man den Kulturetat sogar aufstockt, um die Qualität zu sichern und auszubauen. Die Zahl 3% des Kommunalhaushalts für Kultur ist eben schon mal gefallen. Ich sage Ihnen, wo sie herstammt, aus den Koalitionsverhandlungen der Landesregierung. Nur im Koalitionsvertrag ist dann diese Vorstellung nicht mehr untergekommen. Man hört immer wieder, ja, was machen wir denn mit den Kommunen, die 5% haben, die würden wir dann beschränken, das können wir nicht tun. Also die 3% des kommunalen Haushalts, auch in Stärkungspaktkommunen, sollte gewährleistet werden. Und müssen für die Kulturausgaben im engeren Sinne zur Verfügung stehen. Die Konsequenz wäre, dass sonst Strukturen zerstört werden und ein jahrzehntelanger Neuaufbauarbeit für die verloren gegangenen Institute erforderlich wäre. Ja, was ist nötig und was kann man sicherstellen? Wir werden uns dafür einsetzen, dass das, was bisher in den Kulturbereich geflossen ist, auch weiterhin so fließen wird. Wir versuchen, möglichst keine Kürzungen mehr durchsetzen zu müssen, sondern wir möchten aber auch keine neuen Subventionen haben. Man muss vielleicht sich überlegen, wie kann man Dinge umstrukturieren. Der Saalbau wird demnächst auf den Prüfstand gestellt. Vielleicht haben andere Menschen mehr Ideen, was man dann an Geld dort einsparen kann, was dann an anderer Stelle in die Institute wieder einfließen kann. Warten wir diesen Prüfstand mal ab. Es geht jetzt um Zahlen. Dort wurden 3% genannt, die das Land vorgegeben hat. Wir in Witten liegen bei rund 2,15%. Der Gesamtausgaben des Haushalts werden für den Bereich Kultur
gegeben. Das sind so in diesem Jahr runde 5,8 Millionen. Ich persönlich oder wir sind der Meinung, dass diese 5,8 Millionen beibehalten werden sollten. Damit könnten wir in etwa das Programm auch halten, was jetzt ist. Leider ist ja beschlossen worden bis 2017, dass eine jährliche Abstufung kommt. Die müsste irgendwie aufzufangen sein. Fragen Sie mich aber bitte nicht, wie das möglich ist. Wir reden jetzt über den Kulturbereich, aber ich darf noch einen Nebensatz sagen. Wir haben Ende dieses Jahres 388 Millionen Haushaltsdefizit. Das muss man sich mal vorstellen. Und wenn wir weiter wirtschaften, dann geht das noch weiter runter. Und wenn wir es also schaffen sollten, diese 5,8 Millionen für den Kulturbereich zu halten, dann wäre ich glücklich und das wird uns im Kulturbereich weiterhalten. Meine Kollegin Gabi Gramko, die heute leider verhindert ist, war ja die letzten 5 Jahre im Kulturforum Aufsichtsrat für die Linken. Sie hat laufend gegen jeden Wirtschaftsplan des Kulturforums gestimmt, weil sie der Meinung war, es darf nicht weiter gekürzt werden. Insofern ist bereits jetzt das Geld, was für das Kulturforum bereitgestellt wird, nicht ausreichend, weil bereits jetzt laufende Kürzungsentscheidungen der letzten Jahre bereits getroffen worden sind und, wie mein Vorredner gerade sagte, ja schon verabredet sind für weitere Jahre. Wir müssen auch überlegen, es geht nicht nur um das Geld, was bereitsteht, um zum Beispiel eine Theaterproduktion einzukaufen, sondern auch um die physische und psychische Belastung der Mitarbeiter, die durch die Sparmaßnahmen wirklich stark in ihrem Leistungsvolumen gefordert sind. Und drittens geht es natürlich auch darum, dass, wie wir gerade schon hörten, eigentlich mehr Geld nötig ist, um zum Beispiel Übungsräume zu finanzieren. Insofern ist unserer Meinung nach ein Aufstocken notwendig. Ja, also wir haben, um Ihnen vielleicht auch nochmal die Zahlen bewusst zu machen, wir haben in diesem Jahr 61.000 Euro, schon weniger. Wir haben verabredet bis 2018, so ist erstmal der Plan, das sind ungefähr 700.000 in der Summe, die wir einsparen müssen, mal um die Dimensionen klar zu machen. Und vor dieser Aufgabe stehen wir und ich glaube, das haben Sie jetzt auch gerade von allen Statements gehört, wir wären alle froh, wenn wir jedes Jahr 700.000 oben drauflegen könnten und nicht bis 2018 diese Summe einsparen müssen. Ich glaube, da sind wir uns ja alle einig. Von daher darf ich einfach alle bitten, realistisch zu bleiben. Und das meine ich gar nicht hier an meine Mitpodiumsitzer, sondern auch vor allen Dingen an alle, die sich mehr Kultur wünschen. Wir müssen eigentlich versuchen, uns nicht um den noch verbleibenden Kuchen bis aufs Blut zu streiten und versuchen, die Theaterleute, sage ich mal, gegen die Museumsleute und gegen wen auch immer am Ende dann kämpfen zu lassen, um noch ein Stück vom Kuchen abzubekommen, sondern wir müssen uns kluge Konzepte zusammen, gemeinsam überlegen und eigentlich alle zusammen, die wir hier sind, enger zusammenrücken, um das jetzt schon Verabredete zu schaffen und nach Möglichkeit in 2018 sagen zu können, wir belassen es dabei und wir werden keine weiteren Tausende von Euro einsparen müssen, sondern können dann mit einer Summe feste arbeiten.